Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Freitag und dann einen guten Start ins Wochenende. Tja, heute kommen wir zur 247. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 765. Geschichtsstunde von Egon insgesamt. Bevor es wieder dazu kommt, wieder so ein paar Dinge zum aktuellen Geschehen. Ja, was haben wir denn so alles Schönes? Corona, gut, da müssen wir nicht groß eingehen. Frau Merkel versucht wieder unser Geld loszuwerden in Brüssel, damit die Renten woanders gesichert sind, während sie bei uns am Arsch sind, ne? Zum Beispiel. Und viele andere Dinge. Mindestlohn woanders viel höher ist als bei uns, obwohl wir ja angeblich die stärkste Volkswirtschaft sind und deswegen eigentlich logischerweise hier die Mindestlöhne exorbitant hoch sein müssten. Ja, was hat man denn noch? Oh ja, der Herr Scholz wusste schon seit 219 von Wirecards kriminellen Machenschaften. Ja, aber es wird nichts passieren, es wird nichts passieren. Früher sind Leute ganz schnell zurückgetreten, wenn sie nur 5 Euro aus der Parteikasse geklaut haben. Heute können Scheuers, von der Leyens und Scholzes an Milliardenverlusten schuld sein. Es findet sich immer ein anderer Dummer, der dran schuld ist. Und die Leute machen weiter wie zuvor. Ja, es ist heutzutage halt schlimmer in Deutschland, wenn ich einem gewählten Ministerpräsidenten, der nicht gewollt ist, gratuliere oder wenn ich Migranten kritisiere oder die linksradikale Mafia in diesem Land, dann ist das alles viel schlimmer. Da muss ich sofort zurücktreten. Aber ja, nicht, wenn ich ein paar Millionen oder Milliarden, einen Verlust von Milliarden schuld bin, ist kein Grund zum Rücktritt. Was soll das? Peanuts sind das, wie der deutsche Bankchef damals mal sagte. Ne? Ja, und der Herr Pistorius möchte unbedingt diese Racial Profiling-Studie bei der Polizei. Ja, ist klar, Herr Pistorius. Sie lassen sich ja auch gern abbilden, ist so aus 2015 war das, mit Migranten, die stolz in einem Fitnessstudio, das der Steuerzahler bezahlt hat, posieren vor tollen Geräten, wo sie sich fit halten können, um dann die Polizei zu verdreschen. Ne? Und wenn die Polizei was dagegen macht oder dagegen vorgeht oder sich wehrt, dann sind sie solche Rassisten. Ne? Herr Pistorius, passt genau in Ihre Denkschemata solche Forderungen. Ein absoluter Deutschenhasser. Vielleicht sollte man eher mal eine Studie machen, wie deutschenfeindlich unsere Innenminister in Deutschland sind. Die würde ganz, wenn man bei den richtigen Leuten fragt, bestimmt ein interessantes Ergebnis hervorbringen. Ja, Herr Pistorius. Und heute kommen wir zu den Zahlen. Heute, puh, ich weiß nicht, da stand jetzt nichts drin. Ich dachte, das wird ein Fleischbetrieb erwischt worden oder was weiß ich. Allein in Nordrhein-Westfalen 322 Neuinfektionen. Insgesamt haben wir heute 583. Nach Nordrhein-Westfalen kommt dann schon das testmüdige Bayern mit 93. Dann haben wir mit 41 Hessen, auch schön bunt, ne, super bunt. Dann haben wir 37 in Baden-Württemberg, auch ein sehr buntes Bundesland. 26 im rot-rot-grünen Berlin, auch ein sehr buntes Bundesland. 18 in Niedersachsen, ja, Herr Pistorius, sollten sich vielleicht mal drum kümmern. Bunt ist ungesund, sich da mal zu überlegen, ob Sie vielleicht mal was tun gegen Ihren Deutsch-Profiling, was Sie ständig durchführen. Ja, deswegen gibt es in Niedersachsen halt solche Zustände. 18 in Niedersachsen, 17 in Rheinland-Pfalz, auch ein buntes Bundesland. Und dann ist ausnahmsweise diesmal mal ein dunkeldeutsches Bundesland im zweistelligen Bereich, aber gerade so, Sachsen-Anhalt mit 10, gefolgt dann mit 5 von Thüringen, dann 4 in Bremen, jeweils 3 in Schleswig-Holstein und im Saarland, dann haben wir jeweils einen in Hamburg und in Sachsen. Halt, Hamburg stimmt nicht, da ist ein Sternchen. Minus 1 steht da, also da wird wieder mal ein bisschen korrigiert. Und in Mecklenburg-Vorpommern nochmal eine 0. Ja, also 583 Neuinfektionen. Und wir erinnern uns, gestern haben ja 100 gefehlt und man hat sie wieder dazugetan bei den Genesenen. Also 583
Neuinfektionen minus 4 mutmaßlich daran Verstorbene minus 400 Genesene macht ein Saldo von 179. Gestern waren wir bei 5000, bei 5800 noch irgendwas. Wir müssten also schon fast die 5000 wieder überschritten haben. Wird aber nicht passieren, weil es sind ja nur 79, die heute dazukommen, weil man heute die 100 gestern falsch gemeldeten fehlenden Genesenen hinzugerechnet hat. Wir haben nämlich jetzt 200.843 mutmaßlich positiv getesteten seit Beginn der Zählung kumulativ zusammengezählt, minus 9.082 mutmaßlich daran Verstorbene und minus 186.900. Wir erinnern uns, gestern hatten wir 400, wir haben aber bloß 400 dazu bekommen. Das heißt eigentlich, wir müssten jetzt 800 stehen, aber es hatten gestern 100 gefehlt. Also sind es jetzt wieder 900 und da sind wir bei 4.861. Also noch ein ganzes Stück von der 5.000 entfernt, aber man wird es schon wieder schaffen, damit die Angst vor dem Tode weiter überall umgeht. Ne? Ja, und eine kleine Korrektur gestern irgendwie, ich habe mich nicht verrechnet, sondern nur verschwätzt. Ich habe da irgendwie was mit 5.000 noch was, wo ich da die Korrekturen angesprochen habe, die Falschzählerei. Es hätte 4000 noch X heißen müssen, aber irgendwann war halt immer diese 5000 im Kopf. Ja, gut, okay, das war's zu dem Aktuellen und zu den Zahlen. Und damit kommen wir heute, wie schon erwähnt, zur 247. Stunde zur Weltgeschichte. Zuvor, wie immer, jetzt immer noch mal ein Rückblick auf die gestrige, die 246. Stunde zur Weltgeschichte. Und da hatten wir als erstes China, Jin-Dynastie verliert die Macht. Dann hatten wir, das war 316, 320, erstes christliches Kloster und das nicht irgendwo in Europa, sondern in Tabenisi bei Theben in Ägypten. Ne? Ja, und dann hatten wir den 18. September 324, Konstantin konsolidiert das Reich, also das Römische Reich. Dann hat man den 20. Mai 325, Konzil verdammt Arianismus. Das war in Nikäa, wo wieder mal die Kirche die verdammt hat, die nicht das gesagt haben, was ihnen exakt in den Kram passte. So tolerant ist die christliche Kirche schon immer gewesen, ist es heute immer noch. Um 325 Heirat begründet das Gupta-Reich, da waren wir auf dem indischen Subkontinent. Am 11. Mai 330 Konstantinopel, die neue Kapitale der Christenheit. Da verlegte der Kaiser Konstantin die Hauptstadt des Römischen Reiches nach Kleinasien, das heutige Istanbul. Und dann noch einige viele Randbemerkungen, weswegen wir gestern bloß 8 Seiten geschafft haben und es trotzdem 50 Minuten mal geworden sind. Und als letztes der Fokus: Konstantinopel, die Metropole des Ostens, wird zum neuen Rom in Anführungszeichen. Und heute geht es weiter. Und ich kann es schon wieder vorwegnehmen. Wir kommen wieder in der Zeit ein ganzes Stück voran. Heute geht es weiter, aber bevor es weitergeht, mal einen Schluck Milch. Prost. Ich habe schon mal vorgeblättert. Wie gesagt, wir kommen in der Zeit ganz schön voran. Es könnte sein, dass auch heute wieder bloß 8 Seiten werden, weil doch wieder sehr viele Randbemerkungen sind. Weiter geht's. Heute mit erstmal 2 Randbemerkungen. 330. Der römische Kaiser Konstantin der Große lässt in Pannonien, in Klammern zwischen Ostalpen, Donau und Save, Klammer zu, Vandalen ansiedeln, also ein Volksstamm der Germanen. Dann hatten wir um 330, unter dem Einfluss der römischen Kirche wird die Bevölkerung Georgiens zum Christentum bekehrt. Dann haben wir 330, noch einmal, christliche Kirche in Äthiopien. Im Reich Aksum, dem heutigen Äthiopien, erlangt König Ezana die Macht. Unter seiner Herrschaft formiert sich die äthiopische Kirche. Jetzt muss ich noch mal kurz eine Pause machen. Na? Ja, viele Leute, viel Luft drin.
Esana nimmt den christlichen Glauben an und führt um 350 in seinem Reich das Christentum als Staatsreligion ein. Eine tragende Rolle bei der Missionierung des Volkes spielt Frumentius, ein Christ aus Tyros. Zusammen mit seinem Bruder wirkt er am Königshof. Der Patriarch Athanasius weiht Frumentius zum Vorsteher der Kirche von Äthiopien und legt damit das Fundament für eine eigenständige äthiopische Kirche. Zitat, Vater, nee, nicht Zitat, in Anführungszeichen, Vater des Friedens, Anführungszeichen Ende. Diesen Ehrentitel verleiht die äthiopische Überlieferung dem Missionar Frumentius. Die Eigenständigkeit der Nationalkirche zeigt sich unter anderem in der eigenen Kirchensprache Geets und der äthiopischen Schrift, mit der die Gemeinschaft sich bewusst von der lateinischen bzw. griechischen Kirchensprache der Mittelmeerkirchen abgrenzt. Also das war dann schon wieder so ein bisschen Abweichung. Und wir wissen ja, heute sieht es in Äthiopien ganz anders aus. Moslems und alle möglichen Völkerschaften, ich weiß nicht mal, wie viele sind es, einige, die auf diesem Territorium beheimatet sind, viel Völkerstaat und das Ergebnis ist Mord und Totschlag. Weiter geht's. Um 330, noch einmal, legendärer Bischof Nikolaus in Myra, in Klammern das heutige Demre in der Türkei, Klammer zu, wirkt der mutmaßliche Bischof Nikolaus. Er ist in der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche Russlands einer der am meisten verehrten Heiligen. Nikolaus ist unter anderem der Patron der Seeleute, der Kaufleute, der Richter, der Reisenden und der Schüler sowie Namenspatron des Nikolausfestes, das am 6. Dezember begangen wird. Zahlreiche volkstümliche Legenden ranken sich um die Person des Nikolaus, der bereits ab dem 6. Jahrhundert in der Ostkirche verehrt wird. Mehrere Viten über ihn bringen ihn in Verbindung mit dem historisch nachweisbaren gleichnamigen Abt des Klosters Sion bei Myra. Griechische Legenden oder Sion bei Myra. Sion ist das in Frankreich. Also nochmal Sion bei Myra. Griechische Legenden begründen seinen Ruf als Heiligen. Im Abendland erfährt der Nikolauskult ab dem 11. Jahrhundert Verbreitung, nachdem seine Gebeine 1087 nach Bari überführt werden. Ja, und da haben wir diesen Nikolaus. In Anführungszeichen der heilige Nikolaus von Bari, Anführungszeichen Ende. Bis heute wird Nikolaus in der christlichen Kirche verehrt. Als Santa Claus bringt er in den angelsächsischen Ländern den Kindern zu Weihnachten Geschenke. In Klammern Gemälde von Bartolomeo Vivarini, 15. Jahrhundert, Klammer zu. So sah also aus. Der Nikolaus, der ein, was in die Stiefel steckt, wenn man so geputzt hat, ne? Am 6. Dezember. Und zwar auf dem Territorium der heutigen Türkei gewirkt, aber damals hatte das mit der Türkei überhaupt nichts zu tun. Weiter geht's um 330. Konstantins Mutter bestattet. Helena, die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, wird in ihrem Mausoleum an der Via Labicana in Rom bestattet. Ihre letzte Ruhe findet sie in einem kostbaren Sarkophag aus Porphyr, einem ausschließlich dem Kaiserhaus vorbehaltenen Marmor. Kaiser Konstantin hatte 324 befohlen, in der damaligen Hauptstadt des Römischen Reiches eine Grabstätte für seine Mutter zu errichten. Helena wurde um 257 in Drepanum, in Klammern 317, umbenannt in Helenopolis, ja, stimmt, Helenopolis, also 317 umbenannt in Helenopolis, Klammer zu, in der kleinasiatischen Region Bithynien geboren.
Die aus einfachen Verhältnissen stammende Lebensgefährtin des Kaisers Constantius Chlorus war von diesem 289 verstoßen worden, weil Constantius die Stieftochter des Kaisers Maximianus Herculius heiraten wollte. Wenige Jahre zuvor hatte Helena ihren Sohn Konstantin zur Welt gebracht. Sie hatte sich zum christlichen Glauben bekehrt, nachdem sich ihr Sohn im Zeichen des Kreuzes die Macht über das römische Reich erkämpft hatte. Mit Konstantin ließ Helena die Kirche zum Heiligen Kreuz in Rom sowie die Apostelkirche in Konstantinopel erbauen. Noch einmal, Entschuldigung. Als Pilgerin besuchte Helena Stätten in Palästina, an denen Jesus gewirkt haben soll, darunter Jerusalem und Bethlehem. Helena stiftete zwei Basiliken auf dem Ölberg und in Bethlehem. In Jerusalem begegnete Helena 326 dem Bischof Makarios. Er zeigte der frommen Christin den Ort der Kreuzigung Jesu und dessen Grab. Legenden berichten, dass Helena in einer Zisterne auch das Kreuz fand, an dem Jesus gestorben sei. Außerdem habe sie zahlreiche weitere Reliquien nach Rom gebracht. Helena wird in der katholischen Kirche und in der Ostkirche als Heilige verehrt. Ihr Gedenktag in der Westkirche ist der 18. August, in der Ostkirche hingegen der 21. Mai. Und da haben wir ein Bild dazu. Die heilige Helena zeichnete sich durch Frömmigkeit und karitatives Wirken aus. In Klammern, in Anführungszeichen, Vision der heiligen Helena, Anführungszeichen Ende, Gemälde von Paolo Veronese um 1580, Klammer zu. Da haben wir es. So sah sie aus. Die heilige Helena. Und damit sind wir auf Seite 3. Und da geht es weiter, zunächst mit dem Jahre 331. Römer zerstören heidnische Tempel. Na guck an, wie schnell das ging, dass sie ihre eigene Kultur zerstört haben, genauso wie heute. Um Material für den Ausbau und Schmuck der neuen Kaiserstadt Konstantinopel zu erhalten, raubt das römische Heer Kunstschätze aus Griechenland. Auch in Rom werden heidnische Tempel abgetragen. Allerdings bleibt der Kult der Vestalinnen ausgenommen von der Plünderungswut der kaiserlichen Beauftragten. Nach alter römischer Tradition hüten 6 Vesta-Priesterinnen das in Anführungszeichen ewige Feuer, Anführungszeichen Ende, das als Sinnbild der in Anführungszeichen ewigen Stadt, Anführungszeichen Ende Rom, in einem Tempel auf dem Forum Romanum verehrt wird. Die jungfräulichen, aus adligem Hause stammenden Priesterinnen genießen Privilegien. Die Vestalinnen hüten auch das Kultbild der Göttin Pallas Athene, der mit einem Schwert bewaffneten Schutzgöttin Roms. Der christliche Konstantin lässt dieses Palladium in den Sockel seines Säulenmonuments in Konstantinopel einmauern. Er hat alles geschändet, was die römische Kultur betrifft, und den Christen alle Freiheiten gegeben. Und wir sehen, wie rasant und wie schnell dann die Zerstörung der alten Kultur vonstatten ging, nachdem ja die so toleranten Christen auf einmal ganz groß im Geschäft waren. Und deswegen dasselbe erleben wir jetzt. Man könnte die Frau Merkel wunderbar mit Herrn Konstantin vergleichen, die dem Islam und allen anderen Kulturen frönt und hier die deutsche Kultur niederreißen lässt von Leuten wie Seehofer, wie Haldenwang, von linken Kommunisten, die bis 1989 noch Leute an der Mauer haben erschießen lassen und so weiter, dass das unser Deutschland getrennt hat. Solche Verräter regieren momentan Deutschland. Ist unser gutes Recht, Frau Merkel, euch so zu nennen, denn ihr treibt es genauso wie damals dieser Konstantin mit der Kultur der Römer. Ne? Und es zeigt sich immer wieder, dass ihr mit Toleranz nichts am Hut habt. Ihr wollt euer Ding durchziehen, genauso wie damals Konstantin und die Christen. Und da muss alles andere verschwinden, was nur im weitesten oder im engsten, leisesten Sinne diese neue Welt von euch stören könnte.
Ihr seid keine Toleranten, ihr seid die intolerantesten Menschen, die jemals auf der Welt gelebt haben, seit dieser Wende der alten antiken Kulturen zum Christentum. Das seid ihr. Weiter geht's. Mit 334 einer Randbemerkung. Der Perserkönig Schapur II. Erobert den römischen Vasallenstaat Armenien, der von Tiridates beherrscht wurde, und verkündet als Antwort auf das christliche Konzil von Nikäa das persische Avesta, in Klammern religiöse Texte der Anhänger Zarathustras, Klammer zu, als das einzig wahre Evangelium. Weiter geht's um 334 mit einer Randbemerkung. Die Vandalen weichen unter dem ständigen Druck der Goten über die Donau aus und werden im Römischen Reich vor allem in Pannonien angesiedelt. Dann haben wir 335, noch eine Randbemerkung. In China erklärt Kaiser Shi Hu, geschrieben Shi und dann Hu, die Stadt Ye, geschrieben mit Y und E, im Süden der nordöstlichen Provinz Hebei zur neuen Herrscherresidenz des Shao-Reiches. Shao geschrieben Zhao. Und weiter geht's mit 335 einem größeren Artikel. Bevor ich den angehe, noch mal ein Stück Milch. Und da haben wir auf der rechten Seite ein etwas größeres Bild drin. Und auch werden wir so einen Hinweis bekommen, wie weit wir heute vielleicht kommen. Mal gucken. Noch einmal 335. Jahr 335, Pilgerstätte der Christenheit. Nach neunjähriger Bauzeit wird in Jerusalem die Grabeskirche fertiggestellt. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung sowie vieler angereister Bischöfe eröffnet Kaiser Konstantin das Gotteshaus, das an der Stelle der Grablegung Christi errichtet wurde. Die Kirche gilt bis heute als eines der wichtigsten Pilgerziele der Christenheit. Bereits in frühchristlicher Zeit, wohl schon seit der Mitte des ersten Jahrhunderts, verehrten die Gläubigen den Ort des Grabes und der Auferstehung Jesu. Mit dem Bau der Grabeskirche will Konstantin der Christenheit ein prachtvolles zentrales Heiligtum schenken. Wie schon die zuvor erbauten Kirchen, die Lateran- und die Petersbasilika in Rom, dienen die monumentalen Bauwerke auch dem Ruhm des Kaisers. Eine eigene Architektur war nötig, um die riesigen Gebäude zu ermöglichen. Basiliken mit drei oder fünf Schiffen wurden in der Folge zum Grundmuster der Kirchen. In Richtung Osten durchkreuzt ein Querschiff das Hauptschiff. Die Apsis mit dem Altar schließt die Kirche ab. In Jerusalem lässt Konstantin den Felsen mit dem Grab Christi von einer Rotunde überwölben, an die sich eine fünfschiffige Basilika anschließt. Im Raum zwischen Basilika und heiligem Grab erhebt sich der Felsen Golgatha, der von einem großen Kreuz überragt wird. Die Einweihung der Grabeskirche wird ein Triumph für Konstantins Machtanspruch. Der Kaiser werde in Anführungszeichen im künftigen Reich mit dem Sohn Gottes herrschen, Anführungszeichen Ende, erklärt ein Priester bei der Zeremonie und deutet die Alleinherrschaft Konstantins als göttliche Fügung. Dennoch überschatten ernste theologische Konflikte die Einheit der Kirche. Um zu schlichten, verbindet Konstantin die Einladung vieler Bischöfe zur Eröffnungsfeier mit der Einberufung einer Synode. In Tyros sollen sie über den alexandrinischen Bischof Athanasius richten, gegen den die arianischen Christen schwere Vorwürfe erhoben hatten. Der Kirchenlehrer, bedrückt von der Last offensichtlich unbegründeter Vorwürfe, flieht zu Konstantin, der ihn nach Trier ins Exil schickt. Ja, so wie heute. Arianismus hat man ja den Artikel, was nicht ins Weltbild passt, wird verbannt. Weiter geht's mit einem Bild dazu. Die Grabeskirche in Jerusalem zählt zu den wichtigsten Pilgerstätten der Christenheit. Die christenfeindlichen römischen Kaiser hatten an der Stelle des vermuteten Jesusgrabes einen Venustempel errichten lassen, um den bereits im ersten Jahrhundert aufgekommenen Pilgerfluss einzudämmen.
Konstantin erlaubte 324 dem Jerusalemer Bischof Makarius die alten römischen Heiligtümer abzureißen. Ja, so wie heute. Heute wird alles Deutsche abgerissen, alles Europäische wird in Deutschland abgerissen, wird ersetzt durch jüdisch und durch muslimische Tempel und alles Mögliche. Und in jeder Ecke wird was errichtet, wo der böse Deutsche dargestellt wird. Na, Pflastersteine, nee, wie heißt das? Stolpersteine. In jeder Ecke ein Gedenktafel für den Zweiten Weltkrieg und tausende KZs, mehr als Adolf Hitler damals selber gebaut hat, stehen mittlerweile in Deutschland als Gedenkstätten. Ne? Ja, mal übertrieben gesagt. Ja, das so macht man mit absoluter Intoleranz eine alte große Kultur kaputt. Wir werden noch erleben, was das Europa in der Welt gebracht hat. Weiter geht's. Mit 335 einer weiteren Randbemerkung. Hannibal Janus, Bruder des Dalmatius, in Klammern eines Neffen Konstantins des Großen, Klammer zu, erhält den Titel in Anführungszeichen König der Könige der pontischen Völker, Anführungszeichen Ende. Er war durch die Heirat mit Konstantins Tochter Constantia eng an das konstantinische Herrscherhaus gebunden worden. Was man vielleicht schon mitbekommen hat, in den Kapiteln vorher, in den Bänden vorher, zumindest den vorhergehend noch am Anfang, ging es viel um Wissenschaft, um Erfindung, um das, was Leute so alles entdeckt, erfunden und so weiter gemacht haben. Jetzt geht es fast nur noch darum, um Streit, um irgendwelche theologischen Fragen der Kirche. Ne? Schon mitbekommen. Also nichts wirklich für die Welt und für den Menschen, ja, Fortschrittliches, sondern nur noch um Ideologie. Weiter geht's. 22. Mai 337. Erster christlicher Kaiser stirbt. Während der Vorbereitung zu einem Feldzug gegen die Perser stirbt der römische Kaiser Konstantin der Große. Nur wenige Tage zuvor hatte Eusebius, der arianische Bischof von Nikomedia, den kranken Herrscher getauft. Bestattet wird Konstantin in der, in Anführungszeichen, Kirche der Heiligen Apostel, Klammer zu, Zitat, Anführungszeichen Ende, in Konstantinopel, seiner neu erschaffenen Hauptstadt. Sein Sarg ist umgeben von 12 Schreinen, die später die Reliquien der Apostel aufnehmen sollen. Seine Söhne erheben Konstantin nach seinem Tode zum Gott. Münzen zeigen ihn auf einer Quadriga in den Himmel schweben, wo ihn die Hand Gottes ergreift. Ja, er ist gerade noch vorher getauft worden und dann war es ungefähr, Mo, du hast deine Schuldigkeit getan, du kannst gehen, du hast dein römisches Reich, deine römische Kultur, die Antike zerstört und hast uns die Macht übergeben. Jetzt bist du überflüssig geworden. Ja, weiter geht's mit dem Bild dazu. Zu Ehren Kaiser Konstantins wurde noch zu seinen Lebzeiten der Konstantinsbogen errichtet. Anlass für den Bau war der Sieg über seinen Widersacher Maxentius in der Schlacht bei der Milvischen Brücke im Jahre 312. Ja, wie würde Europa und die Welt wohl aussehen, wenn damals Maxentius gewonnen hätte? Ich würde sagen, so ein oder andere Errungenschaft hätte man Jahrhunderte vorher bekommen. Und die Welt wäre friedlicher, weil sich diese monotheistische Religion nicht durchgesetzt hätte, aus der sich dann gleich die nächste, ja, herrschsüchtige Ideologie entwickelte, die wir heute alle kennen, der Islam, und sich als Religion verbreitete. Da gibt es ja Narrenfreiheit für Religionen. Für Ideologien nicht, aber für Religionen. Deswegen werden solche Ideologien dann Religionen genannt. Weiter geht's mit 337, einer Randbemerkung. Bischof Eusebius von Caesarea verfasst nach dem Tode Kaiser Konstantins des Großen eine Biografie des ersten christlichen Kaisers von Rom in 4 Bänden. Ja, da kann man sich vorstellen, Glorifizierung ohne Ende. Ja, weiter geht's mit einer weiteren Randbemerkung aus dem Jahre 337. Athanasius, der Bischof von Alexandria, darf sein Amt wieder ausüben
und an seine Wirkungsstätte zurückkehren. Er war 335 auf der Synode von Tyros abgesetzt worden. Und 338, das nächste Jahr, Mord an Thronanwärtern. Heerführer und Prätorianergardisten richten ein Blutbad unter den männlichen Verwandten der konstantinischen Kaiserfamilie an. Damit wollen sie mögliche Thronansprüche aus den Nebenlinien im Keim ersticken. Neun mögliche Thronanwärter finden dabei den Tod. Die genauen Hintermänner des brutalen Überfalls sind nicht bekannt. Die drei Söhne Konstantins bleiben am Leben. Kaiser Konstantin traf im Jahre 335 Regelungen für seine Nachfolger. Ja, wer wird wohl dahinter gesteckt? Mit Sicherheit die Christen, damit ihr die Richtigen, in Anführungszeichen, die den Thron besteigen. Sein Testament teilt die Macht über das Römische Reich unter seinen drei Söhnen und einem Neffen auf. Gallien fällt Konstantin dem Zweiten zu. Er wurde bereits 317 zum Cäsar erhoben und herrschte seit 337 als ältester Augustus neben seinen jüngeren Brüdern über Gallien, Spanien und Britannien. Konstanz, geschrieben mit C vorn, Konstanz bekommt als Mitregent seiner Brüder Italien und Afrika zugewiesen. Später wird er den gesamten Westen beherrschen und in den kirchlichen Auseinandersetzungen die großkirchliche Richtung zwischen Arianern und Donatisten vertreten. Konstantius II., der seit 324 den Titel des Cäsar trägt, erhält den gesamten Orient und Konstantins Neffe Dalmatius bekommt Illyrien zugewiesen. Konstantius auch von mit C geschrieben. 338 ermorden die Söhne Konstantins wichtige Vertraute ihres verstorbenen Vaters, darunter den Prätorianerpräfekten Ablabius. Dieser war einer der wichtigsten Beamten am Hofe des verstorbenen Kaisers. So soll er zum Beispiel die treibende Kraft bei der Hinrichtung des Philosophen Sopatros gewesen sein. Zunächst wird er von Konstantius dem Zweiten entlassen und schließlich wegen des Verdachts der Kaiserschaft, die Kaiserschaft anzustreben, hingerichtet. Seine Tochter Olympia verlobt sich bald darauf mit Kaiser Konstanz. Die drei Brüder neiden sich die Macht und stiften bald Intrigen gegeneinander an. Die unruhige innenpolitische Situation versuchen zudem Dritte für sich zu nutzen und greifen ebenfalls nach dem römischen Kaiserthron. Außenpolitisch müssen sich Konstantins Söhne gegen Angriffe der Franken, Alemannen und Pikten erwehren. Das Imperium gerät ins Wanken. Ja, und bald wird es stürzen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Konstantin II. Kommt 340 im Kampf gegen seinen Bruder Konstanz bei Aquileia ums Leben. In Klammern Marmorbüste, Klammer zu. Haben wir einen von den vier Brüdern. Den, wer war es? Konstanz? Ja, Konstanz. Und weiter geht's um 340. Samudragupta auf Feldzug, sind wir also wieder auf dem den indischen Subkontinent. Samudragupta, Kaiser des indischen Gupta-Reiches, beginnt mit Feldzügen gegen die Reiche in Nordindien, Nepal und Assam. Die Eroberungszüge verlaufen nach blutigen Schlachten erfolgreich. Einige der Samudragupta unterlegenen Herrscher sind heute nur aufgrund dieser Niederlagen der Nachwelt namentlich bekannt. Dann haben wir 343 als Randbemerkung. Auf der Synode von Serdika, in Klammern heutiges Sofia, Klammer zu, sprechen die abendländischen Teilnehmer dem Papst das Recht der letztinstanzlichen Entscheidung zu. Er erhält damit den Vorrang vor allen anderen Bischöfen. Bei den orientalischen Klerikern stößt der Beschluss auf heftigen Widerspruch. In den vehement geführten Auseinandersetzungen exkommunizieren sich beide Parteien gegenseitig. Das waren so die ersten Schritte dazu, dass dieser Islam sich am Ende gründete, weil die dann halt gesagt haben, wir wollen uns nichts mehr von Rom vorschreiben lassen.
oder von Byzanz oder Konstantinopel. Weiter geht's um 350. Sind wir also schon wieder 7 Jahre gleich weiter. Großer Sprung, aber dazwischen war halt nichts, wahrscheinlich von großer Bedeutung. Um 350, Grammatik des Donatus. Der Grammatiker Aelius Donatus lehrt in Rom. Zwei seiner Werke, die ausführliche in Anführungszeichen Ars Major, Klammer zu, und die kurze in Klammern, Anführungszeichen Ars Minor, Anführungszeichen Ende, bleiben bis zum Ende des Mittelalters in Gebrauch. Seine Kommentare zu den Werken des römischen Schriftstellers Terenz haben sich jedoch nur in Bearbeitungen anderer Autoren bis heute erhalten. Major, geschrieben mit Maior, steht für groß und Minor für klein, ne? Ja, weiter geht's mit einem doppelseitigen Artikel und dann schauen wir mal danach, wo wir dann sind. Als erstes aber noch zwei Randbemerkungen. Um 350, als erstes. Der Tierarzt Pelagonius verfasst die in Anführungszeichen Ars Veterinaria, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch Tierheilkunde, Klammer zu, Punkt. Die überlieferten Textabschnitte befassen sich vor allem mit Pferden. Und noch einmal eine Randbemerkung um 350. Aus Angst vor plündernden Alemannen werden in Kaiser Augst, in Klammern heutige Schweiz, Klammer zu, wertvolle Silbergegenstände vergraben. Der als Kaiser Augster Silberschatz bekannte Fund wird im 20. Jahrhundert zufällig bei Bauarbeiten entdeckt. Neben Münzen umfasst er Silbergefäße und Löffel. Und weiter geht's mit um 350. Und jetzt kommt der zweiseitige Artikel. Und dann nehme ich noch einen Schluck Milch. Auf der rechten Seite ist ein großes Bild drin. Mal schauen. Also auf der dann heute achten Seite. Um 350. Missionsbischof der Goten. Vulfila übersetzt die Bibel. Bischof Vulfila, in Klammern latinisiert Ulfilas, Klammer zu, übersetzt die Bibel ins Gotische. Damit gelingt ihm die älteste Übersetzung der Heiligen Schrift in eine germanische Sprache. Er schafft so die Voraussetzungen für die im 8. Jahrhundert einsetzende Missionierung der Germanen. Der von ihm vertretene, 325 auf dem Konzil von Nikäa verurteilte Arianismus ist auch in seiner Übersetzung erkennbar. Und weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Anpassung ans Fremde. Da viele Begriffe des christlichen Glaubens im Gotischen fehlen, erschafft Vulfila in seiner Bibelübersetzung neue Wörter. Die Übertragung der biblischen Welt in das germanische Empfinden soll den Goten die Glaubensinhalte in verständlicher Form nahebringen. Für seine Bibel entwickelt er ein eigenes Alphabet, das auf der griechischen und der lateinischen Schrift sowie der gotischen Runenschrift beruht. Also Runen sind Kultur, hat nichts mit Nazis zu tun. Dem schlichten Glauben der Goten und Germanen kommt die bildhafte arianische Form des philosophisch geprägten christlichen Glaubens entgegen. Die von Vulfila angeführte Existenz mehrerer nicht gleichrangiger Gottheiten entspricht sowohl dem polytheistischen Glauben der Goten als auch ihrem Gehorsamsverständnis. Zitat: Ich glaube, Zitat Ende, bekennt Vulfila, Zitat weiter, dass der Sohn in allen Dingen untertan und gehorsam ist, seinem Gott, dem Vater und ihm ähnlich, wie die Schrift lehrt. Zitat Ende. Ein Bischof auf Reisen, der letzte Unterabschnitt. Bischof Eusebius von Nikomedia weihte Vulfila 341 zum, im Anführungszeichen, Bischof für die Christen im Gotenland, Anführungszeichen Ende. Mit ihm gelangte das Christentum in einen neuen Kulturkreis. Seine Mission barg jedoch einige Brisanz. Er verbreitete nicht den katholischen Glauben, sondern den häretischen, in Klammern vom rechten Glauben abweichenden, in Klammern, Klammern zu, Arianismus. Als Sohn eines gotischen Vaters und einer kappadokischen Mutter wurde Vulfila 311
in einem christlichen Elternhaus geboren. Als er 341 als Mitglied einer Delegation bei Kaiser Konstantius II. Weilte, wurde Wulfila, der zuvor mehrere Jahre als Dolmetscher tätig war, zum Bischof ernannt. Im Streit um den Trinitätsglauben vertritt Eusebius zu dieser Zeit die arianische Partei, die die Unterordnung Jesu unter Gottvater vertritt. Auch Wulfila steht im Widerspruch zum katholischen Glaubensbekenntnis von Nikäa. Den Heiligen Geist bezeichnet Wulfila als, in Anführungszeichen oder Zitat, weder Gott noch Herr, sondern der treue Diener Christi, ihm nicht gleich, sondern in allen Dingen dem Sohn untertan und gehorsam. Zitat Ende. Von der, in Anführungszeichen, rechtgläubigen, Anführungszeichen Ende, Wesensgleichheit von Jesus und Gottvater ist dieses Bekenntnis weit entfernt. Wulfila musste bei seiner Tätigkeit bei den Germanen einen herben Rückschlag hinnehmen. 348 wurde er ein Opfer der Christenverfolgung der terwingischen Goten für, nochmal. 348 wurde er ein Opfer der Christenverfolgung des terwingischen Gotenführers Athanarich. Seitdem muss er seine Tätigkeit von römischem Reichsgebiet aus fortsetzen. Die Bibelübersetzung fertigt Wulfila in seinem Exil in der südlichen Donauprovinz Mösien an. Dorthin war er mit arianischen und gotischen Christen vertrieben worden. Seiner Übersetzung ins Gotische sind andere vorangegangen, darunter in die syrische, koptische und lateinische Sprache. So stammt aus dem 2. Jahrhundert die in Anführungszeichen Vetus Latina, Anführungszeichen Ende, Punkt. Das Alte Testament, die Bibel des jüdischen Glaubens, ist im 4. Jahrhundert in Form der in Anführungszeichen Septuaginta, Anführungszeichen Ende, in griechischer Sprache verbreitet. Der Legende nach sollen die Schriften in vorchristlicher Zeit in Alexandria binnen 72 Tagen von 72 Gelehrten übersetzt worden sein. Christliche Missionare nutzen sie vor allem, um anhand von Zitaten aus dem Alten Testament die Wahrheit christlichen Glaubens zu bekräftigen. Ja, und ich sehe schon, wir sind bis 42, 23, wir haben noch ein Bild und dann machen wir Schluss für heute, sonst wird es dann weit über 50 Minuten, das bringt dann nichts. Seite aus dem Codex Argenteus, einer westgotischen Evangelienhandschrift aus dem 6. Jahrhundert. Sie enthält Teile der Evangelien in der Übersetzung Wulfilas. Ja, da fällt mir jetzt gerade auf Arianismus. Man spricht ja immer so von diesen Ariern, diese arischstämmig da in Iran, hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, sondern vielleicht ist diese Wortschöpfung aus diesem Arianismus entstanden. Ja. Das passt dann schon eher zur germanisch-gotischen Geschichte in dem Fall. Und da sehen wir, damals haben sie auch die Germanen, die sich haben bekehren lassen, auf ordentlich verarscht mit einer Übersetzung dieser Bibel, die ja eigentlich nur einen Gott kannte, indem man sie so umgeschrieben hat, passend für die Germanen, damit sie erstmal drauf reinfallen. Mit mehreren Göttern, die man verehren kann, wurden Wörter erfunden, die es im Germanischen gar nicht gab. Ja, so ist das heute. Heute ist es das EU-Englisch, ne? Damit man den Leuten den Migrationspakt oder die angeblichen Schutzbedürftigen als Schutzbedürftiger verkaufen will, nennt sich das dann, wie nennt es sich, Resettlement Program, ne? Also, wenn man es auf Deutsch sagen würde, Umsiedlungsprogramm würde jedem klar werden, dass da keine Flüchtlinge kommen, sondern Umsiedler, Siedler, wie damals, die da nach Amerika übergesiedelt sind. Aber nennen das Englisch Resettlement Program und dann hört sich das nicht mehr ganz so gefährlich an. Ne? Ja, gut. Das war's für heute, wie ich es schon geahnt hatte. Sind wieder nur 8 Seiten geworden, aber sind halt sehr, sehr viele Randbemerkungen jetzt am Anfang in dem Band schon mal drin. Mal schauen, wie es weitergeht. Und im Gegensatz dann halt relativ wenig große Bilder, die Text wegnehmen, um das auszugleichen.
Und deswegen schaffen wir halt bloß 8 Seiten. Aber ich hoffe, dass trotzdem das ein oder andere für euch heute wieder dabei war, Wissenslücken geschlossen worden sind, neues Wissen oder altes Wissen aufgefrischt worden ist und zum Nachdenken über die Geschichte angeregt worden ist von mir und diesen Inhalten dieser großen Chronik Weltgeschichte. Und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon, ungesund.